endlich Frühling in Ramstein. Vor zwei Wochen noch Schnee und Temperaturen im Minusbereich. Nun ist er endlich da. Nahezu zum perfekten Zeitpunkt, nämlich zum dritten Frühlingsfest im Stadtzentrum von Ramstein, bescherte uns die liebe Sonne mit sagenhaften 25 Grad und fast durchgehend blauem Himmel. Somit fabelhafte Bedingungen für die hochmotivierten Aussteller, die stolz ihre Ware präsentierten. Und damit herzlich willkommen zur Rückblende vom diesjährigen Frühlingsfest rund um den wunderschön geschmückten Narenbrunnen auf dem Marktplatz. Auch in diesem Jahr hat die Stadtgärtnerei wieder mit bunten Blumen den Marktbrunnen zum schönsten Mittelpunkt des Frühlingsmarkts geschmückt und dies zog die großen sowohl auch die kleinen Besucher im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Richtungen an. Einem gemütlichen, familiären, gemeinsamen Sonntagnachmittag stand somit also nichts mehr im Wege. Ganz genau, der Brunnen war der Mittelpunkt des Frühlingsfestes. Unsere Stadtgärtnerei hat sich wie immer übertroffen mit dem Schmücken. Letzte Woche war es noch östlich geschmückt, ne, mit einem Osternest. Ne, jetzt war es mit Frühlingsblumen. Ne. Es war so ganz, ganz toll, war richtig ein bunter Punkt in Ramstein. Und die Leute haben es genossen, sich um den Brunnen zu orientieren und dort zu sitzen und ganz einfach das sonnige Wetter zu genießen. Wir haben natürlich riesig Glück gehabt mit dem Wetter. Ich denke, vor 14 Tagen hat es noch geschneit und zwar -4, -5 Grad oder Regen. Das wäre natürlich tödlich gewesen. Und gestern, muss ich sagen, es war eigentlich das erste Mal, dass es da so richtig warm war am Wochenende. Das haben die Leute genossen. Deswegen, die Leute sind rausgekommen. Es war brechend voll hier auf dem Platz. Die Aussteller waren zufrieden. Ich denke mal auch, jeder Besucher war zufrieden. Und wir hatten dieses Mal erstmals auch eine Tattoo-Convention, eine Tattoo-Messe mit 40 Tattoo-Studios, die hier im Haus des Bürgers waren. Und ich denke mal, auch diese Kombination mit Tattoos und hier draußen das Frühlingsfest hat sich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke mal, es war für jeden ein Gewinn und jeder war zufrieden. Auch bei der Premiere der Tattoo-Messe hier in der 8000-Einwohner-Stadt blickte ich vorbei. Doch zuerst gab es einen großen Rundgang mit vielen bekannten Gesichtern. Bei jedem Familienfest muss sie einfach dabei sein. Die gute Seele und eine tolle Persönlichkeit, nämlich Tante Lilly mit ihrem engagierten Team und das Ramsteiner Maskottchen der Löwe, durfte natürlich auch nicht fehlen. Tante Lilly ist phänomenal, ist ganz einfach ein wirkliches Phänomen. Sie hat für uns vor 2 Jahren den Ramsteiner Löwen kreiert, der jetzt auch bei jeder Veranstaltung da ist und sie wird jedes Mal angesprochen und viele Fotos, die mit ihr gemacht werden und durch ihre freundliche Art, dass sie auf die Kinder zugeht, ne, und die Kinder mitnimmt, ist sie ein Mittelpunkt. Ne, und sie ist mit ihrem Sohn kaum hinterhergekommen, um die ganzen Luftballons zu kneten und zu falten und zu machen. Und jedes Kind ist mit einem Luftballonschwert oder mit einer Biene oder einem Schmetterling durch die Gegend gelaufen. Das ist ein absolutes Highlight und ich freue mich jedes Mal, wenn sie also hier mit dabei ist, weil es ganz einfach dazugehört. Auch mit dabei war das Talent und unser ganzer Stolz aus dem Motorsport, nämlich Max Reis. So hatte auch er eine wichtige Botschaft für alle Sportfans und Freunde. Denn er bittet alle aus der Region, für ihn im Voting abzustimmen, so dass er die Chance bekommt, einen Exklusivpartner sowie Sponsoring für seine Fotoshootings und vieles mehr zu gewinnen. Ich finde es also ganz toll, was also Familie Reis eigentlich macht, wie der Max sich entwickelt hat. Ne, vom Bobbycar-Fahrer jetzt zum Kartfahrer. Sensationell. Er ist letztes Jahr auch von uns, von der Stadt, geehrt worden mit einer Urkunde. Und er war im Stadtrat bei der Sitzung und hat also 2 Filme dabei gehabt, ne, dass man sich auch mal überhaupt mal den Kartsport vorstellen kann. Wie sensationell er wirklich fährt in seinen jungen Jahren und ich muss sagen, ich bin ja Sportler durch und durch und vor allen Dingen interessiert an allen Sportarten. Wir unterstützen das oder ich unterstütze das natürlich auch persönlich, ne, und werde natürlich auch fleißig für ihn voten und ich hoffe, dass viele Ramsteiner oder auch hier aus dem Raumkreis Lautern für ihn voten, weil der Junge hat es wirklich verdient. Er ist ein Riesentalent, ne, und wir als Ramsteiner sind eigentlich auch stolz, ihn hier in unseren Reihen zu haben. Schön anzusehen war auch diesmal wieder die kreative Handwerkskunst an den verschiedenen Ständen und da war sicher auch für jeden das passende Dekorat mit dabei. Nun ja, für die Landesgartenschau in Ramstein reicht es sicher nicht, aber die Auswahl an Blumen, Pflanzen und vielen interessanten Naturprodukten war vielfältig, so hatte man auch gleichzeitig die tolle Möglichkeit, alles zu besorgen, um seinen eigenen Garten wieder aufzupäppeln. Kleinigkeiten. Das ist auch für so einen Markt ganz wichtig, dass man für kleines Geld ganz tolle Sachen
bekommt, die man so im Geschäft nicht ersteigern kann. Und das, denke ich mal, ist also, das macht auch dieses Angebot aus von diesem Markt, dass man für jeden etwas dabei ist, ne? Dass man sich nicht nur spezialisiert, dass man nur eine Sache bekommt, sondern man kann ganz einfach schlendern, bummeln, sich interessieren, überlegen, zum nächsten Stand gehen und dann eventuell wieder zum Stand zurückgehen und sagen, okay, das gefällt mir, das nehme ich mit. Und dann, denke ich mal, ist das eine runde Sache. Und gerade auch diese Laubsägearbeiten der Familie Schmidt waren schon herausragend, waren also ganz tolle Sachen dabei. Kräuterparadies, wo man nur hinschaute, und das waren weit mehr als 200 verschiedene Biosorten. Das saftige Grün lud viele nicht nur zum Kaufen ein, sondern auch zum Bestaunen, was es überhaupt für unterschiedliche Kräuterarten gibt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es unterschiedliche Salbeisorten gibt oder etwa 40 verschiedene Minzearten. So lohnte es sich auch einfach mal vorbeizuschauen, über die Pflanzen sich zu erkundigen. Da lernt man gleich auch direkt etwas Neues dazu. Ja, sicher. Es ist dieses Jahr gelungen, endlich wieder zwei weitere Gärtnereien dazu zu gewinnen, die also sich auch speziell auf Kräuter spezialisiert haben. Das war also sehr, sehr gut, ne? Und vor allem war ein riesiges Angebot an verschiedensten Kräutern, mediterraner Art, ne? Oder auch die ganz normalen Kräuter, die man so sonst in den normalen Geschäften gar nicht mehr bekommt. Und es ist auch sehr gut angenommen worden. Dann war noch die Gärtnerei Walz aus Landstuhl, die war noch da, die sich auf Blumen spezialisiert hatte. Ne? Und es hat also ein richtig rundes Angebot gegeben und die Leute haben auch fleißig gekauft. Und ich denke mal, sollten wir dieses Angebot nächstes Jahr wieder haben, wird der Verkauf, die Verkaufszahlen für die einzelnen Geschäfte oder für die einzelnen Händler noch besser werden, weil die Leute kommen dann gezielt, weil sie genau wissen, okay, jetzt haben wir, wie gesagt, zwei, eventuell drei Gärtnereien, die Kräuter anbieten, da kann ich gezielt hingehen, der Weg nach Ramstein lohnt sich und dann nehme ich das mit neben dem Frühlingsfest. Die Stimmung war prächtig, die Sonne lachte einen an und die Wasserfontänen vom Brunnen luden nahezu jedes Kind zum Planschen ein. So kam ein erwachsener Besucher auf die Idee, noch einen draufzusetzen. Denn für Facebook wurde doch tatsächlich vorgeschlagen, dass man, um es noch perfekt abzurunden, aus dem Brunnen trockenen Rotwein fließen lassen könne. Was hält denn unser Organisationsleiter von dieser recht anspruchsvollen, aber schmackhaften Idee? Ich habe auch schon im Internet geantwortet, im Facebook. Ich werde mal mit der Stadtgärtnerei und dem Bau sprechen, ob wir für so eine Veranstaltung nicht fließen können. Dass wir dann auch statt Wasser dort Rotwein rauslaufen lassen können, ist eine ganz tolle Idee. Ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen, weil ich trinke auch ab und zu ganz gern mal einen trockenen Roten. Von daher, das wäre natürlich das absolute Highlight. Und wir in Ramstein, wir machen eigentlich fast immer alles möglich. Vielleicht schauen wir mal, ähnlich vielleicht wie die Landesgartenschau. Wir werden ja sehen, was aus dieser flüssigen Idee wird. Nun, draußen war ich fertig mit meinem Rundgang und der hohe Besucheransturm ging im Haus des Bürgers auch ein wenig zurück, so dass ich mal einen Blick hineinwagte, ohne mich tätowieren zu lassen. Obwohl, die Körperkunst kann auch geschmackvoll sein. Sonst wäre das HDB wohl ja nicht so proppenvoll mit neugierigen Nasen und begeisterten Fans gewesen. Ich muss sagen, also ich war mehr als positiv überrascht. Das Haus war, wie du schon gesagt hast, ist richtig proppenvoll. Es waren 40 Künstler da oder 40 Tattoo-Studios mit 60 Künstlern und vielen, vielen Models, die also auch hier rumgelaufen sind. Es ist eine eigene Welt. Sie operieren deutschlandweit und sie waren jetzt das erste Mal in Ramstein. Und ich muss sagen, ich war wirklich geflasht und war positiv überrascht, was sich dort abgespielt hat und vor allen Dingen auch über den Zuschauerzuspruch. Und ich muss sagen, es war also ganz toll und diese Kombination mit Tattoo-Convention und auch dem Frühlingsfest hat sich wirklich bewährt. Und ich habe also nach der Messe noch mit dem Veranstalter gesprochen und die waren also ebenfalls sehr, sehr zufrieden mit den Besucherzahlen, fanden das also ganz toll. Auch, dass sie ihr Schulenglisch ein bisschen auffrischen konnten, weil doch 50% der Besucher der Tattoo-Convention Amerikaner waren, die sowieso auf Tattoos etwas offener oder den Tattoos offener gegenüberstehen als jetzt der normalsterbliche Deutsche. Ich muss sagen, es war also ganz toll, eine absolut gelungene Veranstaltung und auch der Veranstalter hat gesagt, er will nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Viele gute und positive Rückmeldungen vom dritten Frühlingsfest und sicher ging am Abend auch jeder Besucher glücklich und zufrieden nach Hause. Auf den Ramsteiner Wettergott ist eben immer Verlass. In diesem Sinne ein perfekter Frühlingsstart zum richtigen Zeitpunkt.